Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Elden Ring Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den goldenen Skarabäus Talisman bekommt, der euch mehr Runen gibt, falls ihr Gegner besiegt. Hierfür würde ich euch erstmal raten, diesen Shop hier zu besuchen und bei dem netten Mann die bewahrende Bully zu kaufen. Diese schützt euch nämlich vor Scharlachfäule und das werdet ihr auf jeden Fall brauchen, Leute. So, ich zeige euch das nochmal auf der Karte und zwar müsst ihr am besten hier bei dem Ort der Gnade abseits von Kalitz Nordhochstraße. Dort geht ihr am besten hin, Leute, markiert dann einfach den Händler und folgt dann einfach eurer Markierung. Dann solltet ihr schnurstracks auf ihn zulaufen. Als nächstes geht zum Ort der Gnade Schwellender Wall. Und dort angekommen, lauft einfach den gleichen Weg wie ich. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen vorspulen und falls euch das ein bisschen zu schnell ist, könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos ein bisschen reduzieren. So, wenn ihr hier an den Klippen angekommen seid, dann folgt diesen Weg und bis zum nächsten Ort der Gnade ist es dann auch nicht mehr weit. Der befindet sich nämlich direkt hier im Eingang der Höhle. Als nächsten Schritt würde ich euch empfehlen, falls ihr das nicht schon gemacht habt, packt in eure Ausrüstung die bewahrende Bully rein, weil die werdet ihr jetzt brauchen. So, wenn ihr hier nämlich runterspringt, dann seht ihr direkt, dass ihr die Scharlachfäule bekommt, also den Effekt. Und setzt eure Bully erst ein, Leute, wenn der Balken voll ist, also dann, wenn der Effekt der Scharlachfäule auch wirklich durch ist. Und von hier an werde ich das Video ein bisschen vorspulen und euch den Weg zeigen, Leute. Falls euch das ein bisschen zu schnell ist, wie gesagt, könnt ihr die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos ein bisschen reduzieren, habt ihr das Ganze auch ein bisschen langsamer. So Leute, wenn ihr dann am Ende angekommen seid, seht ihr schon den gelben Schleier für den Bossfight. Und hier ist es wichtig, dass ihr den ersten Ritter so schnell wie möglich besiegt. Gleich spawnt noch ein zweiter und dann ist es halt deutlich schwerer. Ich benutze hierzu auch noch den Imitatorgeist, Leute. Und wie man diesen starken Geist bekommt, zeige ich euch nochmal in einem späteren Video. Wie ihr seht, bekommt ihr mit dem Besiegen des Bosses den Goldskarabäus und diesen Talisman könnt ihr ausrüsten und bekommt somit mehr Runen, wenn ihr Gegner tötet. So, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreib mir in die Kommentare und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, kannst du ja jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!